Sendung ohne Barrieren. Schönen Nachmittag. Es ist ziemlich heiß und wir sind auf der Powerparade am Heldenplatz in Wien. Und ich mache jetzt ein paar Interviews mit Menschen, die da sind, und habe gleich jemanden vom Organisationsteam da. Magst du dich kurz selber vorstellen, bitte? Ja, ich bin Andreas Paugner und arbeite auch bei der Assistenz 24 und habe ein bisschen mitgeholfen, also nicht ganz organisiert, aber ein bisschen mitgeholfen bei der Powerparade. Hallo, wir sind heute bei der Powerparade und hier neben mir ist die Veranstalterin Valerie Clark. Könntest du dich kurz vorstellen und sagen, worum es bei der Powerparade geht? Ja, gerne. Also mein Name ist Valerie. Ich bin Geschäftsführerin der Firma Assistenz 24 und wir haben uns gedacht, dass wir heuer anlässlich 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention einfach ein kräftiges Zeichen setzen wollen. Etwas, was international schon total üblich ist, aber in Österreich noch nicht angekommen ist. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt einfach und trommeln alle Organisationen zusammen, ob sie Lust haben, mit uns auf die Straße zu gehen und einfach für die Vielfalt und Schönheit von Diversity einzustehen. Darf ich dich bitten, kurz dich selber vorzustellen? Ja, hallo, mein Name ist Daniela. Ich arbeite beim ÖZIF. Wir sind ein Verein oder eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen. Es gibt schon seit 50 Jahren und sind österreichweit vertreten. Was ist diese Powerparade? Um was geht's da? Um was geht's da? Naja, wir wollen mehr oder weniger, oder wir wollen aufzeigen, dass die Behindertenmenschenrechtskonvention, die ja schon 10 Jahre lang schon unterschrieben worden ist, dass da eigentlich noch dass wir mehr gehört werden, Menschen mit Behinderungen generell, und dass auch die auch wirklich auch umgesetzt wird. Ich habe hier eine Person von der Selbstvertretung. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, warum du heute da bist? Ja. Mein Name ist Brigitte Heller vom Forum Selbstvertretung des Österreichischen Behindertenrates. Wir vertreten Menschen mit Lernschwäche und vor allem auch mit psychischen Beeinträchtigungen. Warum wir hier sind, ist, dass wir dafür kämpfen wollen, dass auch Menschen mit Lernschwäche und psychischer Beeinträchtigung Beachtung finden und ihnen so gut wie möglich, dass sie so gut wie möglich unterstützt werden. Und wofür wird heute generell protestiert bei der Powerparade? Es wird dafür gekämpft, dass zum Beispiel im Bereich der psychischen Beeinträchtigungen eine bessere Versorgung in medizinischer Hinsicht gibt, dass auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung kassenfinanzierte Medizin bekommen. Natürlich auch dafür, dass psychische Beeinträchtigte mehr Möglichkeiten haben, an einer Trainingsmöglichkeit teilzunehmen, die auf sie abgestimmt ist. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass wir dafür kämpfen, dass das Ganze entstigmatisiert wird. Was hat dich hierher gebracht auf die Powerparade? Ja, erstens mal das Interesse, und ich finde es auch super, dass halt Vielfalt jetzt hier heute gelebt wird, dass wir auf die Straße gehen, dass alle Leute auf die Straße gehen, dass sichtbar gemacht wird, dass viele verschiedene Menschen gibt, bunt, alles Mögliche, ja. Und gefällt es dir hier heute bei der Powerparade? Ja, sehr nett und tolles Wetter, zwar ein bisschen heiß, aber schon super. Also der Marsch war sehr cool mit super Musik, vielen Leuten, vielen Plakaten, alles toll. Soll es nächstes Jahr wieder eine Parade der Menschen mit Behinderungen in Wien geben? Unbedingt. Und ich glaube, dann werden noch mehr Menschen dabei sein. Spricht sich dann rum und ich glaube, es wird immer größer. Und glaubst du, dass es nächstes Jahr nochmal stattfinden kann?
ist der Satz, den ich derzeit nicht hören will. Ich will es diesmal überstehen. Also das, ich würde sagen, das Baby ist einfach im Tun gewachsen. Ja? Also wir hätten uns das im Tun auch nicht bei der Grundidee so im Oktober, ja, machen wir das. Ja? Hat das viel einfacher geklungen, als es natürlich war. Es hat auch viel günstiger geklungen, als es natürlich war. Das heißt, nächstes Jahr gerne, aber sofern, es muss schon auch mit von öffentlichem Interesse sein, damit das einfach stemmbar ist. Ja. Also wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann und danke fürs Interview. Ja, danke auch.